Hallo zusammen. Bisher haben wir vor allen Dingen darüber gesprochen, woher das Leiden kommt. Nochmal die Kurzzusammenfassung: Das Leiden entsteht aus dem Durst oder aus dem Anhaften. Wir wollen etwas, was wir nicht haben können, und wir können es nicht haben, weil alles unbeständig ist. Warum ist alles unbeständig? Naja, weil es kein Selbst oder keine Substanz hat und dem ständigen Kreislauf des bedingten Entstehens unterworfen ist. Jetzt stellen Sie sich aber vielleicht die Frage: Und wie kommen wir da bitte raus? Was ist denn der Weg, um das Anhaften zu überwinden und um endgültig vom Leiden frei zu werden? Nun, das ist das Thema der vierten edlen Wahrheit, um die es heute gehen soll, der Wahrheit vom Pfad. Dieser edle achtfache Pfad, wie er normalerweise genannt wird, enthält sozusagen den Grundriss der buddhistischen Ethik, oder man könnte auch sagen, das Modell einer buddhistischen Lebensform, die als letztes Ziel zur Erlösung führen soll. Schauen wir uns mal die Glieder dieses achtfachen Pfades an. Da haben wir zunächst mal die Übersetzungen schwanken hier ein bisschen hin und her. Es gibt verschiedene Formen, wie man das ausdrücken kann. Ich wähle mal die Begriffe, die ich selbst für am passendsten halte. Da haben wir zunächst mal auf dem ersten Platz die richtige Ansicht und dann auf Platz Nummer 2 den richtigen Entschluss. Gefolgt wird das von drittens der richtigen Rede, viertens dem richtigen Verhalten, fünftens die richtige Lebensführung, sechstens die richtige Anstrengung, siebtens die richtige Achtsamkeit und achtens die richtige Konzentration. Normalerweise werden dann diese 8 Glieder des achtfachen Pfades nochmal zusammengefasst in 3 Gruppen. Das sind einmal die Gruppe der Weisheit, Panna, oder man könnte auch sagen, Gruppe der Theorieaspekte. Das sind nämlich Nummer 1 und Nummer 2. Dann kommen die Punkte 3, 4 und 5, die unter dem Schlagwort Sittlichkeit oder Ethik-Sila zusammengefasst werden können. Man könnte hier auch von dem praktischen Teil des achtfachen Pfades reden. Und schließlich kommen die Punkte 6, 7 und 8, die sich mit der Meditation oder Samadhi befassen. So, gleich werde ich ein bisschen mehr zu diesen einzelnen 8 Punkten sagen, aber erstmal noch ein Wort zum Gesamtkonzept des achtfachen Pfades. Die Idee ist nicht, dass wir es hier zu tun haben mit einer Art 8-Stufen-Programm oder so etwas, also 8 aufeinanderfolgende Schritte, die man nacheinander absolvieren muss. Nein, das ist nicht gemeint, sondern es ist eher so eine Art Aufteilung, also eine Aufteilung der buddhistischen Lebensform in 8 verschiedene parallele Aspekte. Die Lebensform an sich, die ist natürlich eine Einheit. Sie ist also die Art und Weise, wie das Leben, das eine einheitliche Leben als Ganzes gelebt werden sollte. Aber diese Einheit lässt sich untergliedern in 8 verschiedene Aspekte, die man einzeln für sich betrachten kann. Aber an allen muss natürlich zugleich gearbeitet werden. Wer nach Erlösung strebt, muss an all diesen 8 Punkten zugleich und in unterschiedlichem Maße arbeiten. Einzelne Aspekte des achtfachen Pfades sind nämlich nicht voneinander unabhängig. Also man kann nicht die einzelnen Punkte einfach so voneinander trennen. Also beispielsweise kann ich ohne richtigen Entschluss auch nicht zum richtigen Handeln kommen. Ich muss mich ja entschließen, auf der Basis meiner theoretischen Einsichten zu den richtigen praktischen Konsequenzen zu gelangen. Ich muss also auch den Entschluss zum Handeln fassen. Kein Handeln ohne Entschluss. Und auf der anderen Seite, ohne die richtige Anstrengung gibt es auch kein richtiges Handeln. Ich muss ja die Bereitschaft zum richtigen Handeln, also die Entschlusskraft in mir erstmal erzeugen, um meine theoretischen Einsichten in Entschlüsse und praktische Handlungen umzusetzen. Also auch hier, wie überall sonst im Buddhismus gilt, alles ist miteinander verbunden, ist voneinander bedingt. So, wohin führt der achtfache Pfad? Also was ist das Ziel dieses Weges? Nun, das Ziel ist, wenn wir es mal ganz abstrakt beschreiben, eine intellektuelle, eine ethische, eine moralische Transformation des Charakters und damit auch der gesamten Person. Diese Transformation ist ein gradueller und langsamer Prozess. Da ist er wieder, unser Prozessdenken. Also ein Prozess, der sich über viele, viele Wiedergeburten hin erstrecken kann und an dessen Ende irgendwann einmal die Erlösung aus dem Leiden steht.
Gut, schauen wir uns jetzt also mal die einzelnen Punkte des achtfachen Pfades an. Gehen Sie der Reihe nach durch. Punkt Nummer 1, die richtige Einsicht. Richtige Einsicht bedeutet ganz einfach die Einsicht in die vier edlen Wahrheiten. Also richtige Einsicht heißt, ich muss erkennen, dass das Leiden real ist, dass es keine Illusion ist und dass es ein nicht wegzudiskutierender Bestandteil des Daseins ist. Ich muss verstehen, dass das Leiden seine Ursache im Durst hat. Ich muss verstehen, wie das Leiden aufgehoben werden kann. Also im Grunde alles das, was wir die letzten Wochen so miteinander besprochen haben. Einzusehen, dass das Fakten sind, dass das die Realität ist, das ist mit richtiger Einsicht gemeint. Ganz allgemein, es ist gemeint die theoretische Einsicht in die fundamentalen Erkenntnisse des Buddha. Punkt Nummer 2, der richtige Entschluss. Der richtige Entschluss, das bedeutet, den Entschluss zu fassen, auch nach den Wahrheiten, die ich erkannt habe, zu leben. Das heißt, es bedeutet, ein Leben zu führen, in dem ich versuche, möglichst wenig Leid zu verursachen, in dem ich versuche, anderen nicht zu schaden und in dem ich versuche, mich vom Durst frei zu machen. Die theoretische Einsicht selbst nützt ja nicht besonders viel, wenn ich sie nicht auch irgendwie in die Praxis umsetzen kann, beziehungsweise wenn ich es nicht schaffe, auf der Basis dieser theoretischen Einsichten auch zu handeln. Insofern ist dieser zweite Punkt hier, der richtige Entschluss, das Bindeglied zwischen dem Theorieteil und dem Praxisteil, ist also dasjenige, was die theoretischen Einsichten in praktisches Handeln überführen kann. Daran mangelt es uns oft. Denken Sie nun mal an unseren Umgang beispielsweise mit dem Klimawandel. Wir wissen ja im Prinzip alle sehr gut, dass zum Beispiel Langstreckenflüge klimaschädlich sind und dass wir damit besser aufhören sollten, wenn wir nicht langfristig die Lebensgrundlagen der menschlichen Zivilisation gefährden wollen. Wir wissen das, aber trotzdem tun wir es nicht. Uns fehlt also buddhistisch gesprochen der richtige Entschluss, auch wenn die richtige Einsicht vorhanden sein mag. Aber richtige Einsicht ohne richtigen Entschluss ist nicht besonders viel wert. Punkt Nummer 3, die richtige Rede. Richtige Rede, das bedeutet ganz einfach, sich aller Formen des Sprechens zu enthalten, die in irgendeiner Weise Leid verursachend sind. Insbesondere heißt das, nicht zu lügen, nicht zu lästern, nicht zu beleidigen und nicht zu schwätzen. Nicht zu schwätzen mag an der Stelle jetzt hier vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber damit ist nicht gemeint, so wie in der Schule, plappern nebenbei irgendwie schwätzen statt zuzuhören, sondern mit nicht schwätzen ist gemeint, keine Zeit verschwenden durch sinnloses, belangloses Reden. Warum keine Zeit verschwenden? Nun ja, das menschliche Leben ist kostbar, besonders im buddhistischen Kontext. Sie erinnern sich an das, was wir über die Wiedergeburt gesagt haben und dass die menschliche Wiedergeburt eigentlich die beste ist, weil sie die besten Chancen bietet, an der eigenen Erlösung zu arbeiten. Wer also als Mensch wiedergeboren wird, hat eine seltene und kostbare Gelegenheit, etwas für die eigene Erlösung zu tun. Aber ein menschliches Leben ist kurz. Wir wissen nicht mal, wie kurz es ist. Niemand von uns weiß, wie lang unser eigenes Leben eigentlich sein wird. Und niemand von uns kann ausschließen, dass wir nicht morgen schon tot sein werden. Das heißt, die wenige Zeit und die unabsehbar kurze Zeit, die wir in dieser menschlichen Existenz haben, sollte sinnvoll genutzt werden. Und sinnvoll genutzt werden heißt, wir sollten an der eigenen Erlösung arbeiten und eben nicht unsere kostbare Zeit mit Schwätzen und Plappern vergeuden. Punkt Nummer 4, das richtige Verhalten. Das ist jetzt mehr oder weniger das Zentrum des edlen achtfachen Pfades, denn es beschreibt ja die Kernelemente einer buddhistischen Moral. Unter dem Punkt richtiges Verhalten fällt ganz einfach das allgemeine Gebot, so zu handeln, dass man möglichst wenig Leiden verursacht. Und worin dieses Handeln besteht, das möglichst wenig Leiden verursacht und wie man möglichst im buddhistischen Sinne moralisches Leben führt. Das wird oft erklärt durch die sogenannten fünf Gebote des Buddhismus. Die müssen wir uns jetzt mal gerade im Detail anschauen. Diese fünf Gebote, die sogenannten Panchasila. Das erste dieser fünf Gebote lautet: keine Lebewesen töten oder verletzen. Das ist schon ein sehr weitreichendes und sehr komplexes Gebot, das allgemein als das wichtigste moralische Gebot des Buddhismus aufgefasst wird. Keine Lebewesen töten oder verletzen heißt,
alle Lebewesen fallen unter dieses Prinzip, zumindest insoweit sie Bestandteil des Kreislaufs der Wiedergeburt sind. Also wörtlich übersetzt ist hier nicht von Lebewesen, sondern von atmenden Wesen die Rede. Also mit einigem Recht kann man sagen, dass hier Pflanzen aus dieser Regelung ausgeschlossen sind und auch alle anderen niederen Lebensformen wie, ja, was weiß ich, Bakterien oder so etwas. Aber ansonsten gilt das für nicht nur menschliches, sondern auch für tierisches Leben. Wir dürfen kein Lebewesen töten oder verletzen. Das hat sehr weitreichende Konsequenzen, wenn man es wirklich ernst meint mit diesem Gebot des Nichttötens. Eine Konsequenz wäre eine ausgeprägte Präferenz für Vegetarismus, die man im Buddhismus auch durchaus feststellen kann. Jetzt ist es so, nicht alle Buddhisten sind tatsächlich auch Vegetarier. Aber ganz generell gilt der Verzicht auf Fleisch schon als etwas Gutes und Erstrebenswertes, selbst wenn das nicht dauerhaft ist, sondern zum Beispiel nur an speziellen Festtagen oder in Phasen besonderer spiritueller oder moralischer Sammlung im Leben. In einigen buddhistischen Ländern ist das in der Geschichte sogar staatlich sanktioniert worden, aber universal durchgesetzt in dem Sinne wurde es eigentlich niemals. Wie das auch in der aktuellen Praxis gehandhabt wird, das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Staat zu Staat sehr unterschiedlich. Aber trotzdem ganz generell gilt, der Buddhismus betrachtet Vegetarismus als eine erstrebenswerte Lebensform. Und hält das und schlägt das auch als Lebensform für Mönche und Nonnen und auch für Laien auf jeden Fall vor. Darüber hinaus folgt aus diesem Gebot des Nichttötens oder Nichtverletzens eine allgemeine Neigung zum Pazifismus, also zur Vermeidung von Krieg und eine Befürwortung von Gewaltlosigkeit. Jetzt an dieser Stelle kommt natürlich oft der Hinweis, ja, aber es gibt doch auch Gewalt in buddhistischen Ländern. Also man könnte denken an den Bürgerkrieg in Sri Lanka oder man könnte denken an die aktuellen ethnischen Unruhen in Myanmar. Das sind doch auch alles Buddhistinnen und Buddhisten in diesen Ländern. Warum halten die sich denn dann nicht an dieses Gebot des Nichttötens? Wie ist denn das mit dem Buddhismus vereinbar? Ja, da an der Stelle würde ich dann normalerweise sagen, also Jesus predigt auch Nächstenliebe und das Gebot, liebe deine Feinde wie dich selbst und betet für euch, die euch verfolgen. Aber das hat in der Praxis auch relativ wenige Christen davon abgehalten, ihre Feinde dann halt eben doch mal zu verfolgen, anstatt sie zu lieben. Wie kann denn das eigentlich sein, dass es da so einen eklatanten Widerspruch zwischen der Theorie und der Praxis gibt? Ja, es sieht so aus, als hätten Menschen ganz generell ein gewisses Problem damit, sich an moralische Gebote zu halten. Das gilt im Christentum wie im Buddhismus, das gilt im Westen wie im Osten. Das eine ist die philosophische Theorie, die man so in abstracto im Seminarraum klären kann. Ja, und das andere ist die schmutzige Realität, in der dann oft solche moralischen Prinzipien relativ schnell vergessen werden. Nichtsdestotrotz, die Idee des Buddhismus ist es, gewaltlos zu sein, ist es Krieg abzulehnen und möglichst jede Form von Töten und Verletzen tatsächlich zu vermeiden, auch wenn das nicht immer in der Realität so funktioniert hat, wie es gedacht war. Wie gesagt, die Praxis ist sehr variabel und natürlich gibt es auch Militär in buddhistischen Ländern und natürlich haben auch buddhistische Länder teilweise Krieg geführt. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, im Buddhismus gibt es nicht so wirklich die Idee eines gerechten Krieges, wie es beispielsweise im Christentum sehr ausführlich entwickelt worden ist. Und erst recht gibt es nicht die Idee eines heiligen Krieges, also eines religiös sanktionierten Krieges. Das Tötungsverbot bedeutet darüber hinaus auch, dass Abtreibung für den Buddhismus eine ziemlich problematische Angelegenheit ist. Dem will ich jetzt nicht vorgreifen. Wir werden uns später im Verlauf des Semesters noch etwas ausführlicher über die buddhistische Ethik unterhalten und über gewisse Problemfälle und wie die im Buddhismus behandelt werden. Da wird Abtreibung unter anderem ein wichtiges Thema sein. Aber ja, Abtreibung wird auch ganz generell als ein Verstoß gegen dieses erste Gebot gesehen. So, das war das erste Gebot. Nicht töten, nicht verletzen. Schauen wir uns Gebot Nummer 2 an. Dieses Gebot besagt, nicht stehlen, kein fremdes Eigentum nehmen oder nicht nehmen, was einem nicht gegeben ist. Gemeint ist damit natürlich einerseits materielles Eigentum, aber auch so etwas wie geistiges Eigentum. Wir reden hier jetzt nicht von illegalen Downloads und Urheberrechtsverletzungen oder sowas, sondern vom Diebstahl von Lebenszeit.
Ich habe eben schon beim Schwätzen darüber gesprochen, dass menschliche Wiedergeburt etwas Kostbares ist und dass die menschliche Lebenszeit nicht sinnlos vergeudet werden darf. Entsprechend darf man eben auch nicht die Lebenszeit eines anderen sinnlos vergeuden und sie durch irgendeinen Unfug ihm stehlen. Also zunächst mal bedeutet natürlich dieses Nichtstehlen das Verbot von Diebstahl und auch negative Haltung gegenüber Neid und solchen anderen Dispositionen, aus denen dann Verstöße gegen dieses Gebot des Nichtstehlens hervorgehen. Darüber hinaus wird dieses Gebot aber auch oft so verstanden, dass es ökonomische Aspekte hat. Ideal wäre nach buddhistischem Verständnis eine Gesellschaft, in der es weder Armut noch übermäßigen Reichtum gibt. Armut begünstigt natürlich Verstöße gegen dieses Gebot des Nichtstehlens, aber auf der anderen Seite bedeutet ein übermäßiger Reichtum ja auch, dass man mehr genommen hat, als einem zusteht, also dass man über das Maß hinaus sich bedient hat. Das wäre auch eine Form von Verstoß gegen dieses Gebot. Heißt also auch, ökonomische Ausbeutung kann als eine Form von Diebstahl im Sinne dieses zweiten Gebots verstanden werden. Das dritte Gebot, ja, das ist etwas kontroverser. Das dritte Gebot lautet kein sexuelles Fehlverhalten, was auch immer damit gemeint sein mag. Gemeint ist auf jeden Fall jedwede Form von sexueller Aktivität, die in irgendeiner Form Leiden verursacht. Aber was jetzt genau darunter fällt, das ist innerhalb der Geschichte des Buddhismus doch sehr unterschiedlich interpretiert worden. Traditionell fasst man hier drunter unter dieses dritte Gebot zusammen Ehebruch, Inzest, Vergewaltigung und jede Form von sexueller Gewalt. Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen nicht so ganz klar ist, ob es sich jetzt da um einen Verstoß gegen das dritte Gebot handelt oder nicht. Also in manchen buddhistischen Gesellschaften wird vorehelicher Sex als problematisch angesehen, in anderen nicht. Da gibt es keine so einheitliche Linie. Auch Homosexualität ist ein Problem, das nicht so eindeutig beantwortet wird. Also die traditionellen Texte des indischen Buddhismus sprechen relativ wenig über Homosexualität. Wenn das erwähnt wird, dann normalerweise im Kontext des Vinaya, also der Regeln für Mönche und Nonnen. Und da wird insbesondere für Mönche dann jedwede homosexuelle Aktivität unter Mönchen verboten. Allerdings, da Mönchen sowieso jedwede Form von sexueller Aktivität verboten ist, ist das jetzt nicht irgendwie besonders erwähnenswert oder besonders ungewöhnlich, dass auch homosexuelle Aktivitäten darunter fallen. Wie das mit Laien aussieht, das wird eigentlich gar nicht so sehr thematisiert. In der Gegenwart haben sich einige konservative Buddhisten und Buddhistinnen gegen Homosexualität ausgesprochen und die Ansicht vertreten, dass das mit dem Buddhismus nicht vereinbar ist und ein Verstoß gegen das dritte Gebot darstellt. Andere haben gesagt, dass das insofern es kein Leiden verursacht, nicht unter dieses Gebot fallen sollte. Also die Sache hier ist durchaus im Fluss. Wir werden in einer späteren Sitzung nochmal intensiver über diese Frage sprechen, wie innerhalb des Buddhismus mit solchen Fällen wie Homosexualität umgegangen werden kann aus ethischer Hinsicht. Für die Mönche und Nonnen ist das alles relativ irrelevant, diese ganzen kontroversen Fälle. Für die gilt einfach das Prinzip vollständiger Enthaltsamkeit. So, das vierte der fünf Gebote lautet nicht lügen. Hier drunter fallen eigentlich einfach nur alle die Punkte, die auch im vorher schon genannten Punkt der richtigen Rede aufgeführt worden sind. Also das müssen wir jetzt nicht nochmal explizit weiter thematisieren. Es ist einfach nur gemeint, jede Form von Rede soll unterlassen werden, wenn sie Leid verursacht. Das fünfte der fünf Gebote ist zumindest im Westen das unbeliebteste. Es besagt nämlich kein Rauschmittel. Gemeint sind hiermit vor allen Dingen erstmal Alkohol, dann aber auch andere sozusagen harte Drogen, aber keine weichen Sachen, also sowas wie Koffein, Nikotin und so weiter, werden jetzt als eher nicht darunter fallend angesehen. Aus der buddhistischen Perspektive ist das natürlich relativ gut verständlich, warum man solche Drogen ablehnt, denn einerseits hindern uns Drogen daran, die nötige Klarheit und Achtsamkeit zu bewahren, die wir brauchen auf dem Weg zur Erlösung. Wenn das Ziel darin liegt, die Realität, auch die Realität des Leidens, so zu sehen, wie sie ist, sich eben keine Illusionen zu machen, sich frei zu machen von Unwissenheit, dann wäre es relativ gut, einen klaren Kopf dabei zu bewahren.
Außerdem tragen Drogen eben auch dazu bei, ja, die Wahrheit über unser Leiden und auch das Leiden anderer zu verschleiern. Sie gaukeln uns eine Realität vor, die besser ist als die, in der wir wirklich leben. Und nicht zuletzt haben natürlich Drogen in jedweder Form das Potenzial, ein massives Problem des Anhaftens, also Suchtgefahren und so weiter, auszulösen. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass dieses fünfte Gebot im Buddhismus niemals so sehr streng interpretiert worden ist. Also es gibt keine Alkoholverbote in buddhistischen Ländern, hat es auch nie gegeben. Das ist ganz anders, als das beispielsweise im Islam gehandhabt wird. Dieses Alkoholverbot ist mehr so, naja, man muss es nicht so eng sehen. Also es wird nirgends der Alkoholkonsum verboten. Bei harten Drogen ist das auch in vielen buddhistischen Ländern anders. Und der Alkoholkonsum wird auch nicht sozial sanktioniert. Generell lässt man es eher mit dem Hinweis bewenden, sich nicht zu berauschen, aber das ein oder andere Bier dagegen haben die meisten Buddhisten auch nichts einzuwenden. So, das waren sie, die fünf Gebote, die als der Kern einer buddhistischen Lebensführung verstanden werden und die normalerweise diesen vierten Punkt richtiges Leben ausmachen. Dann kommt jetzt der fünfte Punkt, die richtige Lebensführung. Richtige Lebensführung, damit ist so das gemeint, was man vielleicht im Englischen auch als Make One's Living verstehen könnte, also wie man so seinen Lebensunterhalt finanziert oder was für einen Beruf man wählt. Der Gedanke ist hier, man solle keine Berufe wählen, bei denen man regelmäßig dazu gezwungen ist, gegen bestimmte Gebote zu verstoßen. Also insbesondere sollte man nicht zum Beispiel Metzger oder Fischer werden, weil man da eben Lebewesen töten muss. Man sollte auch keinen Alkohol oder Waffen verkaufen. Ganz generell gilt einfach Achtsamkeit bei der Berufswahl, sodass man ein möglichst moralisch einwandfreies Leben führen kann. In der Praxis wird das in vielen buddhistischen Ländern natürlich auch irgendwie anders gehandhabt. Es gibt Berufsarmeen in buddhistischen Ländern und auch Soldat ist in vielen buddhistischen Ländern kein unangenehmer oder schlecht angesehener Beruf. Und ja, mit den Metzgern ist das so eine Sache. In vielen buddhistischen Ländern ist es dann so, dass da quasi eine Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Religionen besteht und dass die Metzger oft Muslime sind, für die es aus religiösen Gründen unproblematisch ist, Tiere zu schlachten. So, machen wir weiter. Punkt 6, die richtige Anstrengung. Hier beginnt jetzt der Bereich der Meditation. Mit der richtigen Anstrengung ist gemeint das Bemühen um die Kontrolle über den eigenen Geist. Das heißt, wir sollten uns anstrengen, negative Geisteszustände wie zum Beispiel Gier oder Hass zu vermeiden oder wenn sie bereits in uns entstanden sind, dann sie zu beseitigen. Und es bedeutet andererseits, dass wir positive Geisteszustände wie etwa Mitleid in uns erzeugen sollten und bewahren sollten. Auch hier nimmt wieder dieser sechste Punkt eine Art Bindegliedstellung ein, wie oben der Punkt Nummer 2. Also hier haben wir jetzt die Verbindung zwischen der Ethik und der Meditation. Meditation funktioniert natürlich nur, wenn eine solche richtige Anstrengung vorausgesetzt ist. Also wenn ich bemüht bin, die Kontrolle über den eigenen Geist zu erlangen. Und gleichzeitig ist natürlich auch diese Kontrolle über den eigenen Geist und die Kultivierung positiver Geisteszustände eine wesentliche Voraussetzung für moralisches Handeln. Denn nur wenn ich die Kontrolle über den eigenen Geist besitze, in der Lage bin, negative Handlungsimpulse aus meinem Geist zu verbannen und stattdessen positive Handlungsimpulse in meinem Geist zu erzeugen, dann kann ich auch ethisch handeln. Also, wer nicht in sich den Drang verspürt, anderen zu helfen, oder wer nicht bereit ist, in sich das Mitleid zu kultivieren, das ich brauche, um anderen zu helfen, der wird in der Ethik nicht allzu weit kommen. So, Punkt Nummer 7, die richtige Achtsamkeit. Hier handelt es sich um die Idee, dass wir uns in der Meditation konzentrieren sollten auf die achtsame Wahrnehmung der Realität, die uns umgibt und die wir selbst sind. Gemeint ist also eine Beobachtung der Aspekte der Realität, die wir sonst nur aus der Theorie kennen, also die Unbeständigkeit und die Selbstlosigkeit von uns selbst und auch von den Phänomenen. Wir richten unsere Achtsamkeit wie ein Mikroskop auf den eigenen Geist, auf den eigenen Körper, auf die Phänomene, die uns umgeben und sehen dann, erleben dann ganz konkret in der eigenen Wahrnehmung ihre Unbeständigkeit und Selbstlosigkeit. Schließlich Punkt Nummer 8. Die richtige Konzentration. Mit der richtigen Konzentration ist gemeint die Versenkung des Geistes in einem Meditationsobjekt, was dann beliebig sein kann, der eigene Atem oder ein Bild oder sonst irgendetwas. Wir reden beim nächsten Mal noch mehr über Meditation, dann sage ich noch ein bisschen was dazu.
Indem wir nun den Geist in so ein Meditationsobjekt versenken, werden Ruhe und Klarheit im Bewusstsein erzeugt und dann wird das alltägliche Bewusstsein, so wie wir es kennen und jeden Tag aufs Neue erleben, Schritt für Schritt runtergefahren, könnte man sagen. Und wir gehen über in veränderte Bewusstseinszustände, die sogenannten Jhanas. Darüber, wie gesagt, beim nächsten Mal mehr. So, das waren sie jetzt, die 8 Punkte des 8-gliedrigen Pfades. Und ich denke, es hat sich relativ gut herausgestellt, dass das Grundprinzip der buddhistischen Ethik lautet, handel so, dass du möglichst wenig Leiden verursachst. Warum aber sollten wir das tun? Warum sollten wir uns in diesem Sinne moralisch verhalten? Natürlich, auf der einen Seite könnte man sagen, ja, es bringt halt eben karmische Vorteile. Das Gesetz des Karma besagt, tu Gutes und es wird dir gut gehen. Das heißt, wenn ich mich moralisch verhalte, befördere ich damit mein eigenes Wohlergehen und sorge für eine bessere Wiedergeburt. Aber natürlich, letzten Endes wäre das doch wieder reiner Egoismus. Ich handle moralisch, weil es mir nützt, weil es gut für mich ist. Wenn ich aber das tue, dann hafte ich immer noch an der Illusion des Selbst an. Ich will ja, dass es für mich von Vorteil ist, obwohl es dieses für mich gar nicht gibt in Wirklichkeit. Wie kann man denn dann durch eine moralische Lebensform der Erlösung näher kommen? Nun, ich denke, dazu ist es am sinnvollsten, den Buddhismus als eine Art von Tugendethik zu verstehen. Was ist eine Tugendethik? Naja, was sind Tugenden? Also Tugenden, das wissen Sie vielleicht schon von Ihrer Aristoteles-Lektüre, Tugenden sind stabile Haltungen unseres Charakters. Man könnte auch von Charakterzügen sprechen. Eine Tugend ist damit eine Disposition oder eine Neigung, ein Potenzial, wenn Sie so wollen, sich in herausfordernden Situationen richtig zu verhalten. Wer beispielsweise mutig ist, wer also die Tugend des Muts oder der Tapferkeit in sich kultiviert hat, der wird einem anderen helfen, auch dann, wenn er sich selbst dabei in Gefahr begibt. Also wird vielleicht in ein brennendes Haus reingehen, um einen Verletzten rauszuholen, auch wenn die Gefahr besteht, sich selbst zu verletzen dabei. Eine solche Person würden wir dann mutig nennen. Wer mutig ist, der tut das aus eigenem Antrieb. Man muss es ihm nicht befehlen, man muss ihn nicht dazu zwingen. Er braucht auch kein äußeres Gebot oder keine Forderung, tu das jetzt, sondern es ist Bestandteil seiner Persönlichkeit. Wer mutig ist, handelt einfach mutig, weil er so ist, wie er ist. Und wer mutig ist, ist nicht nur einmal mutig, sondern zeigt immer wieder in unterschiedlichen Situationen diese Tugend des Mutes. Deswegen sprechen wir davon, dass eine Tugend eine stabile Charakterhaltung ist, also etwas, was sich über die Zeit hindurch bewährt. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, wie der Aristoteles in dem Kontext so schön sagt. Also die Tugendethik, so könnte man das vielleicht ganz gut auf den Punkt bringen, stellt die Frage ins Zentrum, was für eine Art Mensch soll ich sein? Und nicht so sehr die Frage, was soll ich tun, also was soll ich in dieser konkreten Situation tun oder welche Regel soll ich befolgen in meinem Handeln. Das wäre dann eher etwas, was in die Regelethik hineingehört, wie die Deontologie, den Utilitarismus. In diesem Sinne kann der edle achtfache Pfad verstanden werden als eine Art Programm zur Ausbildung von bestimmten Tugenden. Ich habe am Anfang gesagt, dem Buddhismus und insbesondere dem edlen achtfachen Pfad geht es um eine Transformation des Charakters und der Persönlichkeit. Und das kann man jetzt so verstehen, dass diese Transformation des Charakters eine Umwandlung unserer natürlichen negativen Dispositionen in positive und tugendhafte Dispositionen ist. Von Natur aus haben wir die Neigung zum Anhaften und zum Egoismus. Das sind unsere natürlichen Charaktereigenschaften. Aber durch Arbeit an uns selbst, durch Kultivierung des Charakters, können wir positive Tugenden an die Stelle dieser natürlichen negativen Dispositionen setzen. Und dazu ist der edle achtfache Pfad das entsprechende Programm. Das bedeutet jetzt aber auch, wenn wir nochmal an die Gebote denken, von denen eben die Rede war, diese Gebote sind eigentlich gar keine Gebote. Sie sollen ja nicht befolgt werden, weil der Buddha sie erlassen hat. Also sie sind nicht einfach die Gebote des Buddha, denen wir zu folgen haben, weil der Buddha das halt so gesagt hat. Die Autorität dieser Gebote kommt nicht von der Autorität des Buddha, sondern diese Gebote sollen nicht aus einem äußeren Zwang befolgt werden, nicht mal aus dem sanften Zwang des Buddha. Denn das wäre ja auch wieder nur eine Form des Anhaftens letzten Endes. Der Buddhismus ist deswegen auch immer deutlich flexibler gewesen, was seine Ethik angeht, als beispielsweise das Christentum.
Also wir sollten nämlich auch nicht am Buchstaben dieser Gesetze kleben und nicht an den Geboten anhaften. Für die buddhistische Ethik ist immer charakteristisch gewesen ein gewisser mittlerer Weg. Da ist er wieder, der mittlere Weg des Buddha. Ein mittlerer Weg zwischen Beliebigkeit und ethischem Rigorismus. Ja, aber wenn die Gebote keine Gebote sind, was sind sie denn dann? Nun ja, die Gebote sind, so könnte man sagen, Handlungsmuster. Handlungsmuster, die sich aus einem kultivierten, moralisch kultivierten Charakter ergeben. Die Gebote beschreiben dann ganz einfach, wie sich jemand verhalten würde, der auf dem edlen achtfachen Pfad bereits vorangekommen ist. Man könnte es auch so sagen, die moralischen Gebote haben eine Art propädeutische Funktion. Zunächst mal befolgen wir diese Gebote aus Pflichtgefühl oder weil irgendjemand, auf den wir hören müssen, uns gesagt hat, wir sollen uns so verhalten. Aber wenn wir dann weiter voranschreiten, das heißt, wenn wir Einsicht gewinnen und verstehen, warum diese Gebote erlassen worden sind, dann tun wir nicht mehr, was wir tun, weil wir es müssen, sondern wir tun es aus uns selbst heraus. Wir haben uns verändert, unser Charakter hat sich transformiert und wir haben gar kein Interesse mehr, gegen diese Gebote zu verstoßen, weil das, was uns zu den Verstößen gegen diese Gebote treibt, unsere natürlichen egoistischen Dispositionen, das ist verschwunden. So, und um welche Tugenden geht es jetzt? Also wie sieht denn eigentlich ein solcher positiv kultivierter Charakter im Sinne des Buddha aus? Also der Grundgedanke, der dahinter steht, ist es, eine Charakterhaltung zu kultivieren, die auf der Einsicht in die vier edlen Wahrheiten beruht. Das bedeutet, wir haben anerkannt, es gibt kein Selbst, wir haben anerkannt, das Anhaften ist die Wurzel des Leidens. Wir brauchen also eine Befreiung von egoistischen und narzisstischen Grundhaltungen, also all denen, die diese Illusion des Selbsts immer wieder bestärken. Wenn wir uns davon frei machen, mündet das im wahrsten Sinne des Wortes in eine Ethik eines selbstlosen Charakters, eine Ethik der Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit, das bedeutet ganz einfach, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen der Sorge für mich und der Sorge für andere, denn diese Trennung zwischen Ich und die anderen beruht auf der Illusion, dass es da so etwas wie ein Ich gibt, das getrennt wäre von allen anderen. Wir machen also keinen Unterschied mehr zwischen dem, was mir Leiden verursacht, und dem, was anderen Leiden verursacht. Ob das Leiden mich oder andere betrifft, ist damit gleichgültig geworden für eine solche Ethik der Selbstlosigkeit. Die beste Art und Weise, eine grobe Beschreibung dieses tugendhaften Charakters zu geben, ist, denke ich, die Aufzählung der sogenannten vier Tugenden oder der vier Brahma-Viharas des Buddhismus. Das sind Liebe, Mitleid, Mitfreude und Gleichmut. Schauen wir uns gerade diese vier Punkte nochmal im Einzelnen an, um eine Vorstellung davon zu gewinnen, wie dieser tugendhafte Charakter aussieht. Die allgütige Liebe, das ist Metta auf Pali, darunter versteht man eine Haltung des generellen Wohlwollens allen Wesen gegenüber. Also zum einen haben wir da die Einsicht, dass jedes Wesen leidet und vom Leiden aber frei sein möchte. Trotzdem kann kein Wesen vom Leiden frei werden, ist gefangen im Kreislauf der Wiedergeburt und gefangen im Netz des Leidens. Daraus entspringt dann auf der anderen Seite der Wunsch, dass jedes Wesen vom Leiden frei sein möge. Wir wünschen uns, dass nicht nur wir selbst, sondern dass alle Wesen vom Leiden frei sein sollen. Das bedeutet, eine Empfindung von bedingungsloser Liebe, von bedingungslosem und indifferentem Wohlwollen allen Lebewesen gegenüber. Dieselbe bedingungslose Liebe, die wir ja vielleicht unseren eigenen Kindern oder vielleicht unseren Eltern oder unserem Haustier entgegenbringen, diese Liebe sollte ausgeweitet werden auf alle Lebewesen und gleichermaßen jedem Wesen, das im Kreislauf des Leidens gefangen ist, zukommen. Das ist unter Metta zu verstehen. Nicht zu verstehen wäre darunter so eine Art von affektiver oder emotionaler Liebe, also erst recht keine romantische oder erotische Liebe. Das wäre ja wieder eine subtile Form von Egoismus oder von Anhaften. Nein, es ist nur gemeint, die bedingungslose, indifferente, wohlwollende Liebe allen Wesen gegenüber. Das Gegenstück dazu ist das Mitleid, Karuna auf Pali. Also das ist deswegen das Gegenstück zur Liebe, weil es auf der gleichen Einsicht aufbaut. Der Einsicht nämlich, dass es keinen relevanten Unterschied zwischen mir und den anderen gibt und dass wir alle gleichermaßen gefangen sind im Kreislauf des Leidens.
Wir alle sind in das Schicksal des Leidens verstrickt. Wir sind nicht daran schuld und wir sind gegen unseren Willen im Leiden verhaftet. Also, was ist das einzig Richtige in dieser Situation? Das einzig Richtige ist, das Leiden zu teilen. Ich leide mit den anderen mit. Jetzt nicht in dem Sinne von, ich empfinde das Leiden der anderen, sondern ich erkenne, dass dein Leiden und mein Leiden eigentlich nicht voneinander getrennt sind. Uns trennt nur die Illusion des Selbstes. Also das heißt nicht, dass ich einfach das Leid empfinden soll, es auch die anderen empfinden. Eine bekannte Kinderärztin hat mir mal erzählt, es gibt nicht wenige Eltern, die mit ihren kleinen Kindern zum Impfen kommen und wenn die Kinder dann so gepiekst werden bei der Impfung und anfangen zu weinen, dann fangen die Eltern gleich mit an zu weinen, weil sie das irgendwie nicht ertragen können. Das ist nicht mit Mitleid gemeint. Das wäre so eine Art Ansteckung des Leidens und die hilft natürlich keinem, die vermehrt einfach nur das Leiden. Nee, gemeint ist die Einsicht, es gibt keinen relevanten Unterschied zwischen meinem Leiden und dem Leiden des anderen und deswegen teile ich das Leiden des anderen ohne Urteil und ohne Schuldzuweisung und auch ohne Egoismus. Der andere ist nicht schuld am Leiden, die andere kann nichts dafür, dass sie leidet, sie will nicht leiden und nichts und niemand trägt die Verantwortung dafür, dass ich gerade nicht leide. Eine natürliche Reaktion angesichts des Leidens anderer ist es ja oft zu sagen, zum Glück hat es mich nicht getroffen. Gott sei Dank sind nur die anderen tot und nicht ich. Aber gerade das ist das Gegenteil von Mitleid. Denn da wird wieder die Illusion des Selbst und die Trennung zwischen ich und anderen bestärkt. Das dritte, die Mitfreude, Mudita. Gemeint ist hiermit das neidlose Teilen der Freude eines anderen. Also es ist sozusagen die Parallele zum Mitleiden und es ist manchmal vielleicht sogar schwieriger als das Mitleid, Freude mit dem anderen zu empfinden. Diese Mitfreude wirkt den negativen Formen des Anhaftens entgegen, wie Neid oder Missgunst. Das heißt, ich kann ohne selbst etwas abhaben zu wollen, Freude haben an der Freude des anderen. Schließlich Punkt Nummer 4, das ist Gleichmut oder Upekka. Gemeint ist hiermit die Ausgeglichenheit oder die Ruhe angesichts des Auf und Abs des Lebens. Also im Leben gibt es Phasen, denen es uns gut geht, es gibt Phasen des Leidens und nichts ist beständig, das wissen Sie alle längst. Gleichmut bedeutet hier also Akzeptanz dieses Auf und Abs, Akzeptanz auch der unangenehmen Aspekte der Realität und der Unvermeidlichkeit des Leidens. Auch das verhindert wieder das Anhaften, verhindert das Anhaften am Guten, das wir nicht loslassen wollen und verhindert ebenso das negative Anhaften am Schlechten, das wir weghaben wollen. Demgegenüber steht dann das gleichmütige, indifferente Akzeptieren und auch Tolerieren der positiven wie der negativen Aspekte des Daseins. Wenn wir diese Tugenden in uns kultivieren, dann ist das Resultat eine im buddhistischen Sinne ethische Lebensform, die eine unerlässliche Voraussetzung für die Erlösung ist. Aber moralisches Handeln alleine führt noch nicht zur Erlösung. Das ist noch nicht genug. Es bedarf zusätzlich auch noch der Meditation. Und worum es da geht, das erfahren wir dann beim nächsten Mal.